In Dresden treffen Andi Wirth und Alexander Bürger von der Bundespolizei auf einen Junggesellenabschied. Die Forderung des Zukünftigen? Ein kleines Tänzchen mit der Polizei. Prinzessin, was willst du? Helfen Sie mir. Das ist meine Aufgabe. Finde einen Mann, der mit... das wird wohl nicht werden. Ein Walzer tanzen. Da wirst du wohl noch weitersuchen müssen, weil wir hier zu höheren Berufen sind. Oh Gott, alles klar. Du hast doch schon so viele Männer hier. Ich musste auch bestimmt heute schon gefühlt 20, 30 Aufgaben machen. Tupac. Ja, selber schuld, ne? Seid ihr Semir und Gergon oder was? Nee, nicht so ganz. Toto und Harry 2.0. Auch diese Jungs haben schon ordentlich geladen, sind aber friedlich. Und eine Lösung für das Tanzproblem ist auch schnell gefunden. Der kann auf jeden Fall Walzer tanzen. Jetzt kommt Herr Trainer. Genau, jetzt geht's los hier. Junggesellenabschiede sind hier am Hauptbahnhof Dresden keine Seltenheit. Das kommt des Öfteren mal vor, dass vor allen Dingen wir als Polizei dann ins Visier geraten von den Herrschaften. Die wollen dann des Öfteren mal Fotos machen von uns. An sich eine lustige Sache, ne, ist aber in dem Fall nicht unsere Aufgabe. Wir haben hier andere Sachen zu erfüllen. Gut, Männers, viel Spaß. Ne? Ja, viel Spaß noch. Doch ein kleiner Spaß ist auch bei der Bundespolizei erlaubt. Das ist der letzte Schritt von der Ehe. Sie, Auftrag. So kommt der Bräutigam doch noch zu seinem Tänzchen unter dem zwinkernden Auge des Gesetzes. Es geht zurück auf die Bahnhofswache. Kaum dort angekommen, der nächste Auftrag. Auch hier ist Alkohol im Spiel. Wir haben gerade über unseren Kameraüberwachungsplatz erfahren, dass auf Bahnsteig 11/12 hier am Hauptbahnhof Dresden zwei betrunkene Personen liegen sollen. Das werden wir uns jetzt mal anschauen, schauen, ob es den Personen gut geht. Und ja, da gehen wir jetzt mal hin. Die Männer vom Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn haben die Bundespolizisten gerufen. Vor Ort angekommen, sitzt einer der Betrunkenen immerhin schon. Doch es wartet kein einfacher Job auf die Beamten. Hallöchen, die Herren. Schönen guten Tag. Mein Name ist Wirth von der Bundespolizei. Sprechen Sie Deutsch? Hey, Finger runter. So, Ihren Ausweis hätte ich... Passport, Dokumente. Ich habe keinen Passport. Aber du bist bekannt. Ich kenne dich schon. Ihren Ausweis. Ist jeden Tag das Gleiche. Der Mann im roten Shirt hat Passanten angepöbelt. Die Beamten sind jetzt besonders auf der Hut. Was sind Sie? Polnische Staatsangehörige, richtig? Okay. Kto jest twoje dokument? Niemam. Okay. Immer wieder hat der Mann in der Vergangenheit Passanten belästigt, Polizisten beschimpft und Platzverweise erhalten. Wie viel Alkohol haben Sie getrunken? Großer. Viele Penunze, Panma? Ja. Nimm mal Penunze. Sicherheitshalber fordern die Beamten Verstärkung an. Und die ist auch notwendig, denn der Ton wird zunehmend rauer. Ich rede. Hören Sie mir doch einfach mal zu. Das war schon das letzte Mal das Problem zwischen uns. Ja? Sie hören einfach nicht zu. Und wenn wir sagen, Sie haben ja auf dem Bahnhof nichts zu suchen, ne, weil die Deutsche Bahn das nicht möchte, ja, dann haben Sie gefälligst den Bahnhof zu verlassen. Ansonsten spielen Sie hier mit dem Hausverbot. Einer stellt sich taub, der andere will partout nicht gehen. Die Beamten helfen nach. Wenn er sich jetzt gewaltsam wehrt, riskiert er eine Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Los, da geht's lang. Los, umdrehen. Raus. Mit sanftem Druck bringen die Beamten den Mann zum Ausgang. Andi Wirth und Alexander Bürger kümmern sich weiter um den zweiten Kandidaten. Also er ist beratungsresistent und wir lassen jetzt prüfen von der DB Sicherheit, ob die Leute ein Hausverbot ausstellen. Und damit können wir vielleicht gewährleisten, dass die Person den Bahnhof dann nicht mehr betritt, beziehungsweise hier nicht mehr Alkohol konsumiert, Reisende nicht mehr belästigt. Das liegt aber jetzt nicht in unserem Ermessen, sondern das muss die DB Sicherheit dann entscheiden, weil wir vertreten nicht das Hausrecht hier, sondern das macht nur die Deutsche Bahn. Fragen der Polizei. Ja. Die Bundespolizisten lassen die Beleidigungen an sich abperlen. Doch dann müssen sie einen Armhebel anwenden, denn der Betrunkene wehrt sich jetzt auch körperlich immer mehr gegen die polizeiliche Maßnahme. Geh du als erstes. Mach gleich mal die Zelle auf hier. Den tun wir gleich mal durchsuchen. Auf der Wache gilt es erstmal sicherzustellen, dass der Querulant keine Waffe am Körper trägt. Doch wieder macht der Mann Ärger. Ah! Hey! Tschieße, Mensch, verdammt mich noch mal! Hinsetzen jetzt. Was ist hier für ein Problem? Jedes Mal machen Sie Probleme hier. Ziehen Sie sich jetzt aus, Sie werden jetzt durchsucht.
Doch der Mann denkt offenbar gar nicht daran, sich seiner Kleidung zu entledigen. Die Bundespolizisten brauchen bei diesem Einsatz besonders starke Nerven. Er hat gesagt, fuck the police, wollte nicht weitergehen. Und dem muss man dann Nachdruck verleihen. Und dann hat er halt versucht, sich dagegen zu wehren. Und er wollte nicht weitergehen. Und dann muss man dann halt ihn führen. Und dann kam halt eins auf andere, hat er sich steif gemacht. Und ja, deswegen ist er jetzt ein bisschen resistent und hat keinen Bock mehr hier mitzumachen. Äußerst unkooperativ. Okay, machen wir bitte die Tür zu. So, gut, wir machen mal Tür zu. Der Mann hat endlich eingesehen, dass jeder Widerstand zwecklos ist. Er fügt sich schließlich der Durchsuchung. Eddie, könntest du mal bitte mit reingehen? Also, wir haben jetzt die Person durchsucht nach Identitätspapieren. Person hat keine Identitätspapiere mehr dabei. Ich kenne ihn aber schon, hatte schon ein paar Mal das Vergnügen mit dem Herrn. Wir werden den jetzt über Faster, die mal die Daten erheben. Da müsste meiner Erinnerung zur Folge müsste er noch ein paar Aufenthaltsermittlungen haben. Also es bedeutet, dass irgendein Gericht oder eine Staatsanwaltschaft ihn sucht und braucht eine aktuelle Adresse und das überprüfen wir jetzt. Der Störenfried wird ins Verhörzimmer gebracht. Weil er keine Ausweispapiere hat, überprüfen die Beamten seine Fingerabdrücke. Wenn er tatsächlich schon mal mit der Polizei zu tun hatte, lässt sich darüber seine Identität feststellen. Das Ergebnis folgt prompt. Sind da irgendwelche Fahndungen offen? Zweimal Aufenthaltsermittlungen. Soll heißen, die Justizbehörden brauchen eine gültige Adresse des Mannes. Die Abnahme von den Fingerabdrücken hat ergeben, dass die Person bereits polizeibekannt bei uns ist, wegen diversen Diebstahlshandlungen und auch wegen Erschleichungen, sprich, dass er auch schon des Öfteren ohne Ticket hier gefahren ist. Eine weitere Überprüfung hat ergeben, dass die Person auch schon hier in ein Hausverbot besitzt. Und die Deutsche Bahnsicherheit kommt jetzt gleich vorbei, wird ein neues Hausverbot für die Person hier für den Hauptbahnhof Dresden erwirken. Und dann können wir als Polizei noch ein bisschen schneller tätig werden. Aus dem Hausverbot für den Supermarkt im Bahnhof soll also ein generelles Hausverbot werden. Für das gesamte Gelände. Aber warum Hausverbot? Dann? Ganz einfach, weil sie hier Alkohol trinken, sie pullern. Sie, ne? Sie sind doch Sternhagel besoffen. No. Na klar haben Sie. Sie trinken immer Alkohol. Wir hatten schon dreimal das Vergnügen. Dreimal waren Sie. Was? Video? Was für ein Video? Das brauchen wir gar nicht. Warum? Entscheiden, dann dürfen Sie. Arbeit. Sie müssen gar nicht zur Arbeit. Sie haben weder Geld einstecken, weder haben Sie. Wo arbeiten Sie denn? Sagen Sie mir doch, wo arbeiten Sie denn? In Pirna. In Pirna, ne? Und wie kommen Sie nach Pirna? Haben Sie Geld einstecken? Nein, ne? Ach, der Monatskarte haben Sie, denke ich mal, vergessen bestimmt zu Hause, ne? Nee, Sie haben nämlich gar kein Geld. Sie sind nämlich schon ein paar Mal erfasst, schon wegen Erschleichen von Leistung, weil Sie regelmäßig ohne gültiges Fahrticket immer Zug fahren. Ganz einfach. Und das ist Ihr Problem. Und dann spielen Sie natürlich logischerweise mit dem Hausverbot. Hausverbote sind meist zeitlich begrenzt und werden von demjenigen verhängt, der das Hausrecht hat. So, das sind die Herren von der DB-Sicherheit. Die werden jetzt das Hausverbot verkünden. Nach 3 Minuten ist das Formular erstellt. Der junge Mann bleibt widerspenstig und verweigert die Unterschrift. Sie haben 1 Jahr Hausverbot hier. Ja? Okay. Wenn Sie das nicht unterschreiben wollen, ist das Ihr gutes Recht. Ne? Dann unterschreibe ich, dass ich anwesend gewesen bin. Ne? Und dann hat sich das. Ne? Also wollen Sie gar nicht unterschreiben, richtig? Sie haben 1 Jahr Hausverbot. Treffen wir Sie hier nochmal an oder treffen Sie die Mitarbeiter von der Deutschen Bahn an? Ne? Bekommen Sie natürlich eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch. Haben Sie das verstanden? Verstanden. Super, einmal frei. Aber auch ohne seine Unterschrift tritt das Verbot jetzt in Kraft. Der Mann muss den Bahnhof auf der Stelle verlassen. Die Bundespolizisten Andi Wirth und Alexander Bürger folgen ihm noch bis zum Ausgang. So, na prima. Und wieder einer weniger. Und einer mehr auf der Hausverbotsliste. Eine ladungsfähige Anschrift haben die beiden Beamten auch aus ihm herausbekommen. Dahin bekommt er in Kürze Post von der Justiz wegen früherer Delikte.